Beim Oberwiesenthal, Kiel. Berger, Messamt Leipzig GmbH. Es geht mir um die Sperrung Oberwiesenthal für die Vermessung am Wochenende. Auf dem Skihang? Ja. Ich weiß hier nicht Bescheid. Wer hat denn das eingeleitet, oder? Ich hab hier das Schreiben von Herrn Kürsten. Kann sein, dass es ein Kollege ist. Ja, das ist der Bürgermeister. Wird sich ja gern verbinden, aber Bürgermeister ist gar nicht im Haus, ne? Wie ist denn das mit der Bergbahn? Das ist natürlich ungünstig, die muss aus sein am Wochenende wegen Strom. Da darf kein Strom sein. Wegen Fremdenergiefeldern. Das können wir nicht machen, weil das ist Abweichung von Ergebnis. Was denken Sie, was im Wochenende... Aus meiner Sicht, ich kann das Wochenende nicht die Bahn ausgeschaltet haben, wo jetzt so viel Betrieb ist. Ne, der ganze Hang muss gesperrt werden am Wochenende. Ich weiß gar nicht, für was das gut sein soll. Das ist eine Bergdichtmessung. Es gibt doch eine Gefahrenklasseneinstufung von Skihängen. Aha. Die kriegen dann eine Güteklasse, dass man sagt, das ist ein Hang Klasse A oder Klasse F. Wir haben auch in Österreich oder in der Schweiz schon Hänge vermessen mit der Klasse G sogar. Und teilweise auch H. Also ich sage mal, ich rechne mit A, B oder na, maximal C. Vielleicht auch D, aber mehr nicht. Ich kann sie nochmal mit meinem Chef verbinden. Mehr kann ich auch nicht machen. Moment mal. Hier ist Grabner. Mein Name ist Berger, Vermessung Leipzig GmbH. Ja? Es geht um die Profilmessung Fichtelberg. Das war wohl irgendwie was... Was heißt Fichtelberg? Verschiedene Abfahrten. Die Abfahrten. Und zwar sind da Anzeigen gekommen, dass ja. Die Hänge praktisch nicht keine Einstufung in die Gefahrenklassentabelle haben. Mhm. Und jetzt erstmal zu prüfen wäre, ob sie als Hang überhaupt genehmigt sind. Was heißt denn das? Sie stellen da Geräte auf, oder wie? Wir stellen Geräte auf und machen eine Tages- und Nachtmessung. Das ist aufwendige Lasertechnik, die kommt zurzeit aus Friesland. Mhm. Und da ich die Faxe hatte, sind wir natürlich in Anmarsch. Die Fahrer stehen jetzt in Oberwiesenthal. Wir haben mit Jeep vorausgeschickt und sehen, dass der Hang nicht gesperrt ist. Die fahren da munter drunter. Jo, die, ja, also die Schnurbrettfahrer. Ich muss mal sagen, also ich weiß eigentlich fast alles, was hier vorgeht, aber von dem null Ahnung. Nur was ist denn da los in Oberwiesenthal? Also was soll denn da los sein? Ich weiß doch nicht, Sie reden jetzt mit mir und schimpfen, da reden Sie mal mit denen, die Ihnen den Auftrag gegeben haben. Ich wollte doch auch einen Herrn Kürsten sprechen. Ja, aber wenn der unterwegs ist. Aber ich kann es doch nun mal nicht ändern. Jetzt reicht's mir. Also passen Sie mal auf, um das Ding jetzt vielleicht zum positiven Ende zu bringen. Wie ist denn Ihr Bedarf eigentlich? Ist denn da so groß, dass dort alles abgesperrt sein muss? Oder können Sie sich da selber helfen? Ich meine, ich verbiet's Ihnen ja nicht. Also das muss man gleich mal richtig verstehen. Ich bin jetzt nicht da hier was abblockt. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten dort aufbauen und könnten private Sicherheitsunternehmen beauftragen, die Leute dann vom Hang zu schubsen. Es ist sicherlich dann schon in Ordnung, aber ich muss Ihnen leider sagen, ich weiß davon nun mal nichts. Ich muss ja nicht alles wissen, ne? Und Sie sind der Herr Grabner? Grabner, ja, beim Kleiner. Ja. Mein Name ist Lukas, Radio PSR Sinnlos Telefon. Aha, alles klar. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon.